Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal PokerStunning. Mein Name ist Jarek und in dem heutigen Video schauen wir uns die GSG-Submission für den Monat Mai an. Und zwar haben wir diesmal wieder richtig, richtig viele krasse Karten. Und das Besondere an diesem Monat ist tatsächlich, dass wir mehrere Base-Set-Glura-Karten haben. Also wenn du wissen willst, in was für einem Zustand diese Karten sind, dann bleib auf jeden Fall dran und nicht vergessen, gerne Abo und ein Like da lassen. Und ich würde einfach mal sagen, genug geschnackt und direkt los geht's zu den Karten. Okay, also wir legen direkt auch los und zwar starten wir mit der Einsendung von Patrick. Patrick fängt an diese Einsendung und zwar mit dem wunderbaren schimmernden Despotar aus der Neo-Reihe. Heftig krasse Karte, sehr, sehr, sehr schön, ist einfach heftig. Und wir werden aus dieser Reihe heute noch eine weitere Karte sehen und zwar das schimmernde Glurak. Das kommt nämlich fast zum Schluss. Also sehr, sehr krass, wenn ihr mal sehen wollt, wie diese schimmernden Pokémon aus dem Neo aussehen. Heftig, heftig, heftig. Dann haben wir das wunderbare Glurak aus dem Set Celebrations. Sehr schöne Karte. Dann haben wir hier das Glurak aus Evolutions. Dann das die Reverse-Karte davon. Dann ein wunderbares Rainbow Glurak, also alles im Zeichen von Glurak und dann nochmal das Shiny Glurak aus Weg des Champs. Also mit dem Despotar und den Gluraks heftige Karten, Patrick. Also ich freue mich schon sehr auf das Grading und es wird sehr, 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 sehr wild. Als nächstes kommen wir zu Marcel. Marcel hat auch einen Glurak dabei, meine ich, aber wir starten erstmal mit diesem wunderbaren Gold Mew. Vom Centering her sieht es schon sehr, 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 sehr gut aus. Also das wird auf jeden Fall ein gutes Grading. Mal gucken, wie der Rest aussieht. Aus Celebrations natürlich. Dann haben wir hier das Base-Set Glurak nicht, sondern auch wieder hier das Celebrations Glurak. Und hier haben wir Psyana VMAX. Ihr wisst, diese Karte hat das Potenzial für eine 10. Sprache ist hier Deutsch, deswegen, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, Marcel, dass das wirklich auch ein richtig cooles Grading wird. Ich würde mich da mega drauf freuen und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen. Als nächstes kommen wir zu Christian. Christian hat auch ein paar mehr Karten eingeschickt und ihr findet hier als allererstes Medicham V als alternatives Artwork. Sehr, sehr coole Karte aus Drachenwandel. Dann haben wir hier Skylar. Mega schön aus dem japanischen Set. Dann haben wir hier Frossla, Goldkarte, auch aus Drachenwandel. Dann das wunderbare Nachtara aus Celebrations, die wunderbare Goldstar-Karte. Dann Nachtara als alternative V-Karte aus Drachenwandel, auch sehr stark. Auch sehr, sehr, sehr stark. Ja, sieht mega aus. Dann das alternative bzw. die Character Super Rare-Karte. Aus dem Strahlendes Sterne-Set. Mega, also ganz viele Nachtara-Karten. Dann Rayquaza aus Drachenwandel. Mega, ja doch, aus Drachenwandel. Und das Goldene Mew nochmal. Also die zweite Goldene Mew-Karte. Ich bin gespannt, wer das krasseste Grading bei den Karten kriegt, die doppelt sind. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Dann kommen wir zu der Einsendung von Leon. Ihr wisst auch, Leon ist jeden Monat mit am Start. Ganz krasses Setting diesmal, einfach im Namen von Celebrations. Und zwar das Turtok, das Glurak, das Nachtara und natürlich nicht zu vergessen das Bisaflor. Auch hier sehr stark, hat sich ein paar sehr schicke Karten ausgesucht. Vom Centering und von dem Surface Edges Corners sehen die alle ziemlich gut aus. Das Centering bei den Celebrations-Karten ist meistens nicht so gut. Für Celebrations sieht es gut aus, aber eine 10 wird es bei den Celebrations-Karten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil das Centering meistens schon so ein bisschen ins Auge fällt. Ihr seht es bei Turtok, ihr seht es bei Glurak oben unten, ne? Und ihr seht es auch bei Bisaflor, wobei Bisaflor am wenigsten off-centered ist. Wird trotzdem gutes Grading, weil Leon geht auch immer sehr gut mit seinen Karten um. Und viel Einfluss hat man natürlich nicht. Es kommt das, was aus den Boostern kommt. Und ihr wisst, das ist leider nicht immer die beste Qualität zurzeit. Dann haben wir einmal die Einsendung von Manu. Hat er bei uns im Stream gezogen. Secret Rare Karte Volo. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich auch drauf. Und das war's auch schon. Das waren die Einsendungen diesen Monat.
relativ knapp, außer die von Steve und mir. Ihr wisst ja, Steve und ich, also Zaktus und Pokesynic, wir schicken unsere Karten auch jeden Monat ein. Jeder Monat wird immer mit 5 Karten von uns sozusagen, ich will nicht sagen gefüllt, denn wir machen das ja, weil wir einfach Bock darauf haben. Und dieser Monat ist auch sehr cool. Ich zeige euch diesmal, was Steve dabei hat. Die alternative Artwork-Karte von Bibor aus Astralglanz. Erste alternative Karte, die wir gezogen haben. Dann die Promo-Celebi-Karte. Ihr wisst ja, großer Celebi-Fan. Und dazu habe ich gleich was Cooles. Und zwar machen Steve und ich diesmal ein Grading-Battle. Und zwar werde ich diese Karte auch mit einsenden und gucken, ob meine oder seine besser gegradet wird. Wobei ich sagen muss, dass seine vom Centering her schon ein bisschen besser aussieht als meine. Also da mache ich mir jetzt schon ehrlich gesagt nicht mehr so viel Hoffnung. Aber mal gucken. Wie anfangs versprochen, aus der Neo-Reihe. Glurak. Heftig. Heftig, heftig. Das ist einfach mal ein krasses Stück Pokémon-Geschichte hier. Das ist einfach mega, diese Karte. Dann haben wir das dunkle Diktri aus Team Rocket als First Edition. Auch ein heftiger Holo-Effekt. Guckt euch das, es ist einfach so schön. Und das dunkle Hypno auch hier mit den Augen im Hintergrund. Das ist so krass schön. Mega. Hier oben haben wir auch noch ein Zwirl. Sehr, sehr, sehr coole Einsendung. Und dann kommen wir zu meiner. Ihr wisst das ja, ich versuche Team Rocket First Edition langsam voll zu kriegen. Habe die letzten Monate immer nur Team Rocket eingeschickt. Diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht. Und zwar auch wieder Team Rocket. Aber tatsächlich nur ein Teil davon. Und zwar nur 2 Karten. Und zwar das Shigi diesmal als First Edition Team Rocket Karte. Und das Slimer. Ihr kennt diese Karte. Ist eine gebannte Karte. Dazu haben wir auch ein Video. Verlinkung, zack, ist hier oben, falls ihr Lust habt, euch mal ein paar gebannte Pokémon-Karten anzuschauen. Und dann etwas Neues, und zwar dieses Stalos aus dem Dark Phantasma Set. Ich finde die Karte einfach so heftig, dieser Effekt ist so schön. Und ich kann mich nicht daran satt sehen. Und ich hoffe hier auf ein gutes Grading. Gleiches gilt für dieses Arcani hier. Auch sehr stark. Und da ist, wie angesagt, mein Celebi. Centering sieht aber ein bisschen schlechter aus als bei Steve. Ich habe es auch tatsächlich mal mit einer Schablone jetzt kontrolliert. Naja. Mal gucken, wer von uns beiden die bessere Celebi-Karte hat. So, das war's diesen Monat. Kurz und bündig in einem relativ komprimiert zusammengefassten Video. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, dass ihr die Karten über uns nach GSG schickt. Ihr wisst ja, ihr bezahlt dann pro Karte 1 Euro weniger. Das heißt, das ganz normale Grading mit Subgrades kostet bei uns 22 Euro statt 23 Euro. Einfach weil wir schon über ein Jahr mit den Kooperationspartnern sind, können wir sowas halt auch mal rausholen. Ja, das war's. GSG hat ja eine aktuell relativ schnelle Bearbeitungszeit, ja, also die letzten Karten haben wir nach 3 Wochen wieder bekommen. Durch die Card Convention, glaube ich, ist dann wieder ein bisschen mehr los, deswegen mal gucken. Ich denke mal so 5-6 Wochen sind die Karten wieder da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was für ein Grading diese Karten bekommen haben, dann schaut euch entweder das YouTube-Video dazu an oder seid einfach bei uns im Stream auf Twitch, denn da schauen wir uns die Karten live an und danach kommt das immer als Video auf YouTube. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche alles Gute, bleibt gesund und wie immer, ciao, ciao.